einen Gastprofessor an die Universität zu holen, ihn zu berufen und damit den Menschen, den Studierenden, aber auch den Nichtstudierenden von Mainz Gelegenheit zu geben, mit einem berühmten internationalen Wissenschaftler zusammenzukommen. Er ist in Hamburg beschäftigt und kommt aus dem Feld der Sozialpädagogik und der Literaturwissenschaften. Seine fachliche Kompetenz, seine Fähigkeit, Wissenschaft zu kommunizieren, gut rüberzubringen, seine rhetorischen Fähigkeiten, seine Fähigkeit, klar, präzis, deutlich seine Sache zu sagen. Es ist ein bedeutender Deutscher der Gegenwart, der sehr viele Anregungen gibt für Diskussionen, die letztendlich unser ganzes Leben schon bestimmt haben und wohl auch die Zukunft und von daher neue Anregungen bringt, um sich mit aktuellen Gegenwarts- und Zukunftsfragen zu befassen. Dass jetzt die Sozialwissenschaften an die Reihe kommen, beziehungsweise ein Thema, das sozialwissenschaftlicher Art ist und das dann erst noch fächerübergreifend, also interdisziplinär erörtert werden wird. Wir haben den Professor für neue deutsche Literatur, will ich sagen, Vorstand des Hamburg-Instituts für Sozialforschung, Jan-Philipp Rentzmar, diese Stiftungsprofessur für 2008 zuerkannt. Die Stiftungsprofessur ist zunächst mal eine Bereicherung unseres akademischen Lebens. Das heißt, unsere Studierenden profitieren davon, aber auch unser Ansehen profitiert davon. Wir wünschen uns ja, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Region zu uns kommen, dann lernen sie auch die Universität ein bisschen kennen. Also auch an dieser Stelle profitieren wir. Ich würde sagen, es ist rundherum ein Gewinn für die Universität.